Hust, Staub, Hust. Das gehört doch mir, oder? Okay, doch nicht. Ey, eine der Fledermäuse hat gerade das Amulett gestohlen. Warum hast du sie nicht aufgehalten, Mark Marlino? Moment, sie bezahlen mich, damit ich sie beschütze, aber nicht um hässliche, fliegende Säugetiere zu verscheuchen. Vorsicht, Leute, offensichtlich ist diese Gruft verflucht. Wir haben die Toten geweckt, als gäbe es in diesem Königreich nicht schon genug Monster. Jin, finde die Fledermaus, die das Amulett geklaut hat. Wir treffen uns anschließend vor dem Tempel. Okay, aber kommt ihr zwei denn alleine klar? Natürlich, ich bin Mark Marlino. Ich halte diese Knochenköpfe auf und du besorgst das Amulett. Da freut sie sich, ne? Da klingelt die Kasse, ja. Richtig gewesen, ja. Der Dämpel richtig, oder was? Schwein. Darf man jede Verwandlungsform hier mal benutzen, ja? Jetzt getroffen, ja, ne? Wahrscheinlich. Oh Mann, dass man da nicht runternehmen kann. Jeeha! Gib her die Moneten, du.
Da liegt noch Geld. Amulett von Tesca. Dieses kostbare Schmuckstück müsste eigentlich in einem Museum ausgestellt werden. Eigentlich. Ich habe es mit dem Amulett nach draußen geschafft. Hier, Professor. Vielen Dank, junger Krieger. Ich werde es sofort ins Museum schicken lassen. Ich glaube, ich nehme das Amulett lieber an mich. In meiner preisgekrönten Sammlung ist es besser aufgehoben als in einem langweiligen Museum, oder? Fang mich doch, Junge. Dieser schäbige Halunke. Ich hätte wissen müssen, dass er ebenfalls hinter exotischen Schätzen her ist. Wetten, dass er das die ganze Zeit lang geplant hatte? Jin, ich muss dich leider noch einmal um einen Gefallen bitten. Kannst du mir das Amulett wieder beschaffen? Ich bitte dich. Sie können sich auf mich verlassen, Professor. Dahin. Gib das Amulett her, das du Professor Leverett gestohlen hast. Warum hat das so lange gedauert? Ich weiß, dass du das schneller kannst. Wir könnten ja Folgendes ausprobieren. Wenn du mich in einem Wettrennen besiegst, gehört das Amulett dir. Was meinst du? Du weißt, dass es eigentlich dem Professor gehört. Aber na gut, ich spiele mit. Also eigentlich gehört es mir, ne? Weil ich hab's ja gefunden. Oha! Hat er das denn gemacht? Genau. Tempo verloren. Ja, ich wollte ihn auch mal eine Chance lassen, hat er nicht benutzt. Aua. Muss man auch noch aufpassen, wo man welche Manier benutzt, oder was? Ich wusste, dass du es kannst, Junge. Schön, dass du endlich. Schön, dass ich endlich mal einen würdigen Gegner habe. Hier, das hast du dir redlich verdient. So besser so, du. Danke. Ich hatte gar nicht erwartet, dass du es wirklich rausrückst. Wir sehen uns wieder, insbesondere wenn du mal wieder einen Schatz findest. Kleine Randbemerkung: Achte immer darauf, wem du bei der Suche nach diesen Kugeln vertraust. Da weiß er das. Frage. Du hast es geschafft. Bitte nimm das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe. Ein Upgrade-Stein? Nee, ein neues Schwert. Eine Eisklinge. Ich wette, um die zu finden, mussten sie ein ziemliches Abenteuer hinter sich bringen. Das Abenteuer meines Lebens, Junge. Diesen Schatz sehe ich lieber in den Händen eines Kriegers als in der Vitrine eines Museums. Nö, du könntest mir das Amulett ja auch lassen, oder? Danke und auf Wiedersehen, Professor. Gute Reise, Jin. Eisklinge. Eine kalte Klinge fügt Gegnern Eisschaden zu und erzeugt Eisblöcke, wenn sie fließendes Wasser berührt. Nice. Ich
Dann brauche ich erstmal wieder ein bisschen HP, wa? Schön knackig. Warum sollte ich denn links diese drei Dinger rausziehen? Ich nehme mal an, die respawnen nicht, oder? Also dann hau ich sie mal weg. Weg ist es weg. Der war nur ein bisschen einfacher als, ja? Teleporter. Legendärer Schmied. Brauchen wir Gold und goldene Kristalle? Jetzt aber, wie viele Währungen gibt es denn hier noch? Ich schaffe sie alle und gib sie einem talentierten Schmied, ja. Also der macht also die legendären Sachen. Er gibt kein Herz.
Der Frosch-Talisman. Wo ist mein Schweinetalisman? In Froschgestalt kannst du damit zahlreiche Objekte und Gegner verschlucken, im Maul behalten und wieder ausspucken. Unbekannter Empfänger. Ist das eine Doppelbombe? Verlorenes Notenblatt. Ja. Das waren das Grüne. Also mal das ist. Wie lange kann ich die Bombe eigentlich im Mund behalten? Für immer, oder was? Die aber auch wirklich nur. Die aber wirklich nur nach vorne aus, ne? Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass da wirklich nichts hinter ist.
Die Sphinx! Ein Besucher! Hallo, ich bin die Sphinx! Hallo Sphinx, ich heiße Jin. Möchtest du diesen Tempel betreten? Klar. Bevor ich dich vorbeilasse kann, muss ich dir allerdings 3 Fragen stellen. So macht man das als Sphinx. Du musst alle 3 richtig beantworten, sonst öffne ich diese Tür nicht für dich. Klingt ganz einfach. Und wenn nur eine Antwort falsch ist, schmeiß ich dich raus. Wie unhöflich. Tut mir leid, meine Cousins hatten die Idee, die Sache etwas, wie nannten sie das, ach ja, unterhaltsamer zu gestalten. Legen wir also mit der ersten Frage los. Wer herrscht über den Nebelwald? Oder wer herrschte? Wer herrschte, oder? Der ist doch tot. Königspilz. Richtig, nächste Frage. Die Frage war falsch. Der Pilz ist schon tot. Wie viele Fangarme hatte der Riesentintenfisch? Eigentlich nur 4, oder? Aber einer ist nachgewachsen. 5. Richtig. Nächste Frage. Was hasse ich am meisten auf der Welt? Sport? Königlichen Nektar? Lust? Sport? Falsche Antwort. Wie gesagt, Verlierer haben hier nichts zu suchen. Versuche es später noch einmal. What the heck? Wusstest du, dass die Sphinx hasst Würstchen? Ich meine, mein Deutsch ist ja auch nicht das Beste, ne? Aber Sphinx hasst Würstchen. Ja, ist auch richtig, oder? Ist das richtig? Ach, das ist das Ding, ne? Würstchen also. Willkommen zurück, Jin. Bereit für meine Fragestunde? Fangen wir direkt an. Gegen welches dieser Monster hast du zuerst gekämpft? What? Wo haben wir denn das Spiel angefangen? Warte, mein allererster Gegner. Eine Krabbe, ne? Richtig, nächste Frage. Wer war der Wächter der Kristallhöhlen? Uralter Frosch. Richtig. Nächste Frage. Was hasse ich am meisten auf der Welt? Sport. Richtig. Du hast alle meine Fragen richtig beantwortet. Gut gemacht. Wie gesagt, du darfst den Tempel nun betreten. Aber Vorsicht, darin klebt es ein bisschen. So viel gewichst, hä? Ach, er ist der Tempel. What the fuck? Er ist der Tempel. Okay, also wir haben jetzt 4 Wege.
Sieht aber nicht gesund aus. Jetzt ist er mal schwer genug, wa? Ich muss da wahrscheinlich, ja, nach links. Ich habe nicht gesehen, wo ich sonst hätte lang gehen dürfen. Boah, ich hoffe, das ist nicht so ein Ultra-Abfuck-Ding hier, ey. Wo man sich sonst was hier merken muss. Nein, hör mal auf, da an die scheiß Dinger, du Lecken. Ich den nicht. Ich den nicht. Nichts gebracht, hier hinzugehen.
fällt er nicht runter? Armbandteile, toll. Haben wir auch schon so viel davon. Okay, interessant. We'll be right back.
schade. Hey, Checkpoint. Das noch leben darf. Okay, zu spät gesehen. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Und das funktioniert. Sag mal, warum ist er denn nicht?
Die Moskitos ist da, aber nicht die Fledermäuse. Becky Mac Bacon ist der beste Charakter des Games. Wieso, weil er gerade gepupst hat denn heute? Das Gesicht dabei, wenn er gefurzt hat, so. War ich das etwa? Schild. Erdschild. Ein uralter Schild, der aus kostbaren irdischen Mineralien geschmiedet wurde. Er wirft feste Objektile auf Gegner zurück. Für den Boss oder was? Feuer und physische Projektile reflektieren. Aha. Plus 50% Reflexionsschaden. Guck mal, da steht es nicht in Klammern, aber da schon. Egal, ich hätte es besser nehmen. Ein Chamäleon. Nein, das ist auch noch weg, oder was? Willst du mich verarschen? Wusstest du, dass du deinen Schild nach oben halten kannst? Drücke einfach und halte ihn hoch, um dich von oben zu schützen. Ja, ich weiß. Schon öfter passiert, als mir lieb ist. Oh Mann. Das werde ich jetzt mal kurz testen.
Okay. Er droppt immer ein. Okay, geht auch nicht. Beim ersten Mal funktioniert, danach nicht mehr. Falsche Richtung. Beim ersten Mal hat es noch funktioniert, danach nicht mehr. Ja, das Schweinchen kann wenigstens zaubern, wa? Oh ne, nicht so ein Scheiß. Nicht so kacke. Vorsicht, sehr dunkler Gang. Wenn du vorankommen willst, solltest du eine Lichtquelle finden. Nicht gefunden, okay. Gerade sagen, da oben ist aber schon auch irgendwas. Haben wir jetzt eine Lampe oder was? Super Bombentrüffel! Setze deine gesamte Sprengkraft ein. Mit Bomben jagst du Gegner und gewisse Hindernisse in die Luft. Findere weitere Trüffel, um zusätzliche Bomben mitzuführen. Nice. Da haben wir noch einen Bombenjunge. Dankeschön. Eine Truhe. Da war gerade eine Truhe. Oh, geht doch nicht.
So, was war hier jetzt nochmal? Ah, guck mal. Eine Bombe kostet nur 2. Das ist aber billig. Nehmen wir an, je teurer das ist, desto mehr Schaden verursacht oder desto weniger muss man das benutzen. Gut, dass ich noch eine hatte, ja. Eine neue Rüstung, Tunika des Prinzen. Gibt ihr mir auch dann mehr Lebensenergie oder was? Diese Kleidung war einst das Erbstück einer Königsfamilie in einem lang vergessenen Reich. Besondere Materialien lassen sie im Dunkeln leuchten. Aha. Okay. Dass man jetzt den Gegner sieht, warte mal. Ne, warte mal, er muss ja die Rüstung anziehen. 50% Glanz. Der fies. Nix Bombus. Ah, schön am Feuer sitzen. Oh, der kommt ja wieder. Und
habe. Abgeräumt, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Wunderbar, Jammer! Wunderbar, Jammer!